Hallo ihr Lieben, heute gibt es endlich mein lang ersehntes Bücherregal-Update für euch und ich weiß gerade, warum ich wieder nicht im Stehen filme in der Regel, weil ich sonst hier die ganze Zeit so rumhampel. Ja, ich wollte nur vorab zwei, drei kleine Sachen sagen zu meinem Bücherregal. Im Prinzip, es sind noch die gleichen Regale wie letztes Jahr. Ich habe diese zwei Regale hier im Hintergrund und eins da drüben hinter der Tür, was ich euch natürlich auch noch zeigen werde. Was ich euch dieses Mal nicht zeigen werde, sind die Regale aus der Stube und im Schlafzimmer, wo mein kompletter Sub drauf liegt. Plus ein paar einzelne schon gelesene Bücher, zum Beispiel die Twilight-Reihe liegt drüben und was liegt denn noch da drüben? Lasst mich kurz gucken. Es ist nur die Twilight-Reihe, die drüben in der Stube liegt und das eine Buch von der lieben Jackie, nämlich Wald der Wunder. Das habe ich in meinem extra Special Einklemmregal-Ding. Ansonsten habe ich alle gelesenen Bücher hier oder im Keller. Ich habe ja erzählt, dass ich vor einigen Wochen aussortiert habe und ich habe dabei zwei riesige Umzugskartons mit Büchern voll in den Keller gestellt, weil es einfach Bücher sind, von denen ich mich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht trennen wollte, ich aber einfach keinen Platz mehr im Regal hatte und ich will Bücher nicht in zwei Reihen ins Regal stellen, obwohl das bei dem Regal von der Tiefe her passen würde. Ich möchte lieber ein optisch schönes Regal, da habe ich dann halt nicht alle Bücher drin. Irgendwo muss man Abstriche machen. Ja, deswegen, es sind nicht alle Bücher, die ihr jetzt seht. Es sind die Bücher, die mir aktuell am wichtigsten sind. Es sind die Bücher, die mir aktuell am besten gefallen. Es sind, ja, die Bücher, die ich aktuell auch gerade gelesen habe. Alle anderen Bücher habt ihr ja rein theoretisch letztes Jahr im Bücherregal-Update gesehen. Und wenn ihr das Video vom letzten Jahr noch halbwegs im Kopf habt, könnt ihr ja mal gucken, was für Bücher noch im Regal stehen und was für Bücher vielleicht nicht mehr im Regal stehen, die ich aber vielleicht schon gelesen habe. Eins ist sicher, Schätzelein steht hier hinten noch im Regal und Schätzelein bleibt da auch definitiv stehen. Genau wie das Schätzelein. So, und jetzt verschwinde ich mal hinter die Kamera und gebe euch mein Update. Ansonsten kann ich ja sagen, ich habe keine Ahnung, wie viele Bücher das hier sind. Es sind auch Lücken in dem Regal, wie ihr seht. Das ist teilweise so, weil dort einzelne Bücher zu dieser Reihe noch fehlen. Ich diese Bücher auch schon hier habe und sie jetzt dann bald auch lesen möchte und ich deswegen einfach streckenweise schon Lücken gelassen habe, dass ich die Bücher dann einfach da reinschieben kann. Das war so der Plan beim letzten Umräumen vor 3 Wochen. Jetzt habe ich genug geschwafelt und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir fangen wieder ganz oben an auf meinem Wühlschrank inzwischen. Ich hatte jetzt gerade keine Lust, auf den Stuhl zu steigen und den ganzen Scheiß da oben noch runterzuholen. Das hier ist Polstermaterial, was ich immer aufhebe für Pakete, wenn ich die verschicke, zum Beispiel bei Gewinnspielen oder so ein Kram. Und da sind leere Plastiktüten, wo ich immer meine Bücher reinpacke, wenn ich sie verborge. Denn ich benutze dafür nicht jede Plastiktüte, sondern nur bestimmte Plastiktüten, wo ich weiß, dass vorher nicht irgendwas drin war, was ich mir in die Bücher schmieren kann. Ich weiß, total bekloppt, aber ist halt so. Ja, das ist halt das Zeug, was bei mir immer oben auf dem Schrank liegt. Und wie gesagt, ich hatte jetzt keine Lust, das alles wegzuräumen. Ansonsten sehen wir ja hier meinen Percy Jackson Schubert. Den hatte ich letztes Jahr ja auch schon. Meinen Rubinrot Schubert, den hatte ich auch schon. Die Harry Potter Bücher waren auch alle schon da. Und das hier war letztes Jahr auch schon exakt genau so. Und jetzt seht ihr hier meinen Greenscreen, der da hängt, wenn ich zocke. Der ist übrigens neu. Und ja, das sind alles Bücher, wie gesagt, die ich letztes Jahr auch schon hatte. Das ist Nach dem Sommer ruht das Licht in deinen Augen und das Spin-off Schimmert die Nacht. Und das hat mir meine Freundin zum Geburtstag mal gebastelt, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Auch wenn sie selber sagt, es ist absolut nicht schön geworden, aber der Wille zählt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie sich die Mühe gemacht hat, mir da sowas zu falten. Oder es versucht hat zu falten. Egal. Und wie jedes Jahr gibt es jetzt einmal eine Aufnahme von oben nach unten, dass ihr es einmal im Ganzen seht. Ich versuche es mal halbwegs drauf zu kriegen, dass ihr es so einmal seht, wie es halt auch eingeräumt ist mit meinen ganzen Figürchen und was ich hier halt alles so stehen habe. Ich glaube, besser geht's nicht. Das ist so im Großen mein Bücherregal und das, was alles drin steht. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt hier oben an und arbeiten uns dann halt einmal so nach unten durch. Hier haben wir das erste Regalbrett. Hier haben wir Size von Neil Schusterman und die Luna Chroniken. Ich glaube, das Cover von Size kennt ihr alle. Das reflektiert jetzt bestimmt übel. 1 und 2. Und ich glaube, die Luna Chroniken kennt ihr auch alle. Das sind diese Cover. Ich muss sagen, die haben mir am Anfang nicht so gut gefallen, die Cover. Aber inzwischen finde ich die echt hübsch. Und die Cover geben immer Hinweis auf das jeweilige Märchen, um was es in diesem Buch geht. Und ja, die Luna Chroniken sind ja eine Märchenadaption, die ich extrem feiere. Es ist Jugend-Science-Fiction und ich feiere es immer noch sehr, auch wenn es jetzt schon, oh Gott, ich glaube, den letzten Teil habe ich vor 2 Jahren gelesen, aber es ist trotzdem eine sehr, 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 sehr tolle Reihe. Ich kann sie euch immer wieder nur ans Herz legen, die Bücher hier unbedingt mal zu lesen. Die sind richtig, richtig toll. Ja. Ich glaube, zu Size brauche ich eigentlich auch nichts mehr sagen. Das war
Definitiv ein Highlight letztes Jahr von mir. Ich habe die beiden Bücher so gefeiert damals beim Lesen. Ich fand die so unglaublich gut und ich bin so auf den dritten Teil gespannt, weil das Ende vom zweiten, das war so krass, das Ende. Vor allem, das war so ein Ende, der Autor kann jetzt rein theoretisch alles machen. Der kann alles mit den Charakteren machen und kann es weitergehen lassen, wie er gerade möchte. Und das finde ich halt so spannend, weil du halt keine Ahnung hast, wie es weitergeht. Und ja, der dritte Teil kommt im Herbst. Ich freue mich. Dann haben wir hier noch die Brimston Fleet-Reihe. Salz und Stein ist der zweite Teil und Feuer und Flut ist der erste. Da fehlt jetzt noch der dritte. Ich hoffe, dass der irgendwann mal ganz bald erscheint. Ich fand die damals auch richtig gut. Die habe ich, glaube ich, 2015 gelesen. Auf jeden Fall noch in der alten Wohnung. Und wir sind 2016 hierher gezogen. Also ja, muss das 2015 gewesen sein. Und ich fand die auch richtig, richtig gut damals. Die Bücher hatten für mich ein paar kleinere Schwächen. Das war aber alles nichts Dramatisches, was irgendwie schlimm war. Und ja, ich bin sehr, sehr doll auf den dritten Teil gespannt. Und ich frage mich, wann der denn jemals erscheinen wird. Also ich glaube, die Autorin schreibt gerade am dritten Teil. Dann haben wir hier zwei weitere Jahreshighlights von mir. Und zwar Diabolik von Zorn geküsst und Diabolik durch Wut entflammt von S.J. Kincaid. Zwei mega geniale Bücher, die ich wirklich jedem nur empfehlen kann, der gerne mal so ein bisschen Science Fiction liest. Ich liebe diese Bücher einfach. Ich liebe die Geschichte rund um Nemesis und es ist einfach so unglaublich gut. Und ihr müsst sie unbedingt lesen. Sie sind einfach viel zu wenig gehypt worden. Meine Fresse, ich liebe diese Bücher. So, dann haben wir hier Constellation 1 und 2 von Claudia Gray. Auch das sind zwei richtig tolle Bücher. Es ist auch Science Fiction. Ich liebe Science Fiction. Wer damit nichts anfangen kann, ist schwierig, ist schade, aber ich liebe sie. Ich kann euch diese beiden Bücher auch definitiv nur empfehlen. Schaut sie euch an. Ich fand sie großartig und ich warte auch echt hier sehnsüchtig auf den dritten Teil. Und last but not least, Die Perfekten und die Vereinten von Caroline Brinkmann. Eine Jugenddystopie, die ich auch wirklich sehr, sehr gefeiert habe. Ich fand diese beiden Bücher auch großartig. Ich fand das Ende ein bisschen strange. Das war nicht so 100% meins. Aber es ist eine verdammt gute Geschichte und eine verdammt gute Reihe, die ich euch auch wirklich nur empfehlen kann. Ich liebe diese beiden Bücher. Schaut sie euch auf jeden Fall an, wenn ihr gerne so Jugenddystopien lest. Ist auch natürlich wieder futuristisch angehaucht, ne? Ist halt Dystopie. So, hier haben wir Regalfach Nummer 2. Das ist eins meiner Jennifer Almentraut Regalfächer. Ich glaube, die Bücher brauche ich nicht rausziehen. Ich glaube, die kennt ihr alle. Die habt ihr alle 100 Mal in meinen Videos schon gesehen. Ich habe jetzt keine Lust, diese einzelnen Bücher hier rauszuzerren. Vielleicht nur das eine hier so. Wartet. So Revenge vielleicht, weil ich diese Cover einfach wunderschön finde. Oh, ich liebe die Cover von Obsidian und auch von Revenge. Ich finde das einfach mit dieser Glanzoptik einfach mega schön. Und ja, hier kommt ja jetzt der vierte Teil raus am 9. Juli. Ich freue mich schon so drauf. Und ich glaube, zu Jennifer Almentraut brauche ich auch einfach nichts weiter sagen, ne? Ich liebe einfach die Bücher dieser Frau. Ich liebe es einfach. Achso, und an dieser Stelle möchte ich mich einmal für dieses grottenschlechte Licht entschuldigen. Ich habe seit Tagen gewartet, dieses Video zu drehen, weil ich einfach dachte, das Licht wird irgendwann mal wieder besser. Aber nein, es ist einfach stockefinster bei uns seit Tagen. Es ist einfach zum Kotzen, aber es geht halt nicht anders mit dem Licht, deswegen müssen wir jetzt damit leben. Ja, also wie gesagt, das sind meine Jennifer Almentraut Bücher, ich glaube, dazu brauche ich nichts sagen. Einmal die Obsidian-Reihe, die Revenge-Reihe, die Dark Elements-Reihe, die Götterleuchten-Reihe und die Wicked-Reihe. Die restlichen Bücher stehen dann da drüben, da so, in dem anderen Regal. Die zeige ich euch dann später. Ich glaube, mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Ihr wisst, ich liebe die Bücher von Jennifer Almentraut über alles. Jede einzelne Geschichte, die sie schreibt und ja, was soll ich da lange drum rumschwafeln? Mehr kann ich zu diesem Regalbrett nicht sagen. Ich liebe es einfach. Ein Regalbrett weiter unten sieht das Ganze so aus. Hier sind alles Jugendhigh-Fantasy-Bücher. Hier haben wir zum einen mein Malbuch zu Das Reich der Sieben Höfe. Ich glaube, das solltet ihr eigentlich auch kennen. Das ist das hier. Da habe ich ehrlich gesagt noch nichts ausgemalt, weil ich es einfach viel zu schön finde, um da drin rumzumalen. Ja. Aber ich habe es. Ich besitze dieses Malbuch. Dann haben wir hier die Bücher von Das Reich der Sieben Höfe. Frost und Mondlicht habe ich ja jetzt erst gelesen. Ich fand es schön. Es ist natürlich kein Buch, was man lesen muss, um diese komplette Reihe oder auch das Spin-off zu verstehen. Aber ich finde es einfach schön. Ich finde, es gehört dazu. Und ich fand, es war einfach ein süßes Buch mit einer süßen Geschichte. Man hat so ein paar Infos bekommen und mir hat es gefallen. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann haben wir hier Stormheart, Die Rebellen. Da kommt der zweite Teil endlich. Endlich nach gefühlt, keine Ahnung wie viel, 100 Jahren im Oktober. Im Oktober soll der rauskommen. Und ich bete dafür, dass der im Oktober rauskommt. Ich werde den ersten Teil... So sieht das Cover übrigens aus.
Ich werde den ersten Teil definitiv nochmal rereaden, bevor ich den zweiten Teil lese, weil das ist jetzt einfach schon, ich glaube, auch 2 Jahre her mindestens, dass ich den ersten Teil gelesen habe. Ich habe den ersten Teil sehr, sehr gefeiert. Ich fand die Geschichte mega gut und ich freue mich, wenn jetzt der zweite Teil rauskommt. Ich bete dafür, dass er jetzt rauskommt und ja, wie gesagt, werde das Buch dann auf jeden Fall nochmal rereaden. Und dann haben wir hier Fire and Frost vom Eis berührt und Fire and Frost vom Feuer geküsst. Das sind die mit diesen wunderschönen, bunten, farbklecksigen Covern. Ich finde es mega schön. Der dritte Teil, den habe ich ja auch schon da. Der liegt jetzt gerade drüben. Und für den dritten Teil ist auch hier das Loch. Wo ich dann den zweiten Teil von Stormheart hinstelle, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Muss ich dann mal gucken. Ja, dann haben wir hier noch die komplette Grisha-Trilogie. Der dritte Teil, der zweite Teil und der erste Teil. Die Reihe habe ich ja jetzt vor kurzem auch erst komplett nochmal gelesen. Und ja, ich finde die Reihe einfach mega gut. Ich kann euch die Reihe wirklich nur empfehlen. Wenn ihr gerne Jugendhigh-Fantasy-Bücher lest, schaut euch Grisha auf jeden Fall an. Es ist eine Reihe, die definitiv lesenswert ist. Und Labor Duo schreibt einfach die besten Geschichten. Es ist einfach so. Die haut da Wendungen rein, die du einfach nicht erahnst und die du einfach nicht kommen siehst. Und es ist einfach so unglaublich gut. So, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. In dem Regalfach haben wir jetzt einen bunten Mischmasch aus allem. Das sind die ersten 3 Teile der Sinners of Saint Reihe. Der 4. Teil liegt auch noch drüben, der muss ja auch noch drauf. Dann haben wir hier Cat and Cole von Emily Zavada. Das ist der 1. Teil. Das ist eine Jugend-Science-Fiction-Postapokalyptische Geschichte. Da liegt der 2. Teil auch noch drüben, der muss hier dann auch noch drauf. Cat and Cole war letztes Jahr übrigens eins meiner Jahreshighlights. Ich fand die Geschichte mega gut. Sie ist sehr, sehr technisch angehaucht. Also wer Probleme so mit technischen Sachen hat, dem würde ich davon eher abraten. Aber ansonsten kann ich wirklich jedem, aber auch wirklich verdammt nochmal jeden, ob Jugendlicher, Erwachsener oder keine Ahnung was, empfehlen, diese Geschichte zu lesen. Die ist einfach so fucking gut. Die ist einfach mega gut. Allein dieser Zombie-Virus, den die Autorin sich hier ausgedacht hat und dass der andersrum funktioniert, das ist einfach so gut. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was andersrum heißt, dann solltet ihr das Buch lesen. Ich fand es einfach mega. Ich kann euch da wirklich nur sagen, lest es. Wie gesagt, den 2. Teil habe ich da, steht für nächsten Monat auf meiner Leseliste. Und der hier, den will ich diesen Monat noch lesen, den 4. Teil. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Dann haben wir hier noch Black Blade von Jennifer Estep. Das ist der 1. Teil der Reihe. Den 2. und 3. Teil habe ich auch schon da, liegt auch drüben. Möchte ich dann auch zeitnah mit lesen. Ich glaube, ich muss den 1. Teil definitiv nochmal lesen. Das ist auch schon 2 Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Das ist so eine Jugend-Urban-Fantasy-Geschichte. Ich fand das Buch damals richtig gut, deswegen habe ich mir auch den 2. und 3. Teil schon gekauft. Und ja, ich werde es auf jeden Fall nochmal irgendwie lesen. Ich fand es einfach mega. So, also hier kommt dann der 2. und der 3. Teil so noch hin. Und dann haben wir hier jetzt noch alle 4 Teile der Romance Elements-Reihe. Und Milo trinkt gerade. Wir warten mal. Oh Gott. So, dann haben wir hier die Romance Elements Reihe. Das sind alle 4 Teile. Mein Lieblingsteil ist der hier, deswegen steht der auch vorne. Und der ist auch signiert. Ich bin immer noch so mega happy, dass ich mich letztes Jahr da reingeschlichen habe. Und dass ich so mitleidig ausgesehen habe, dass die Frau vom Verlag gesagt hat, okay, komm schnell her, wir signieren dir das Buch. Und ich auch noch ein Foto machen durfte. So, ja, also das ist die Romance Elements Reihe. Das ist noch wie die Luft zum Atmen. Die kennt ihr sicherlich auch alle. Das sind, ist das Contemporary? Ich weiß immer nie, ob das Contemporary ist oder nur Adult oder whatever. Das sind auf jeden Fall alles Liebesromane. Nennen wir es einfach so. Und das ist mein Lieblingsbuch. Oh, Schätzelein hier vorne. Oh, ich finde ihn einfach so hübsch. Und ja, das ist mein Typ Mann, auf den ich stehe, falls euch das interessiert. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr an der Stelle auch schon gesagt. Ja, ich liebe diese Reihe. Hier gehören dann die 2 neuen Bücher von Brittany C. Cherry noch hin. Wenn Donner und Licht sich berühren, habe ich ja schon gelesen, habe ich aber gerade verborgt, deswegen steht es nicht hier. Und der 2. Teil der Reihe, der dann im Oktober noch rauskommt, gehört dann auch noch mit hier hin. Deswegen sind hier halt so viele Lücken. Na, ich hatte ja gesagt, ich habe aufgeräumt und umgeräumt und Lücken gelassen. Also wundert euch nicht. Ein Regalfach weiter unten haben wir dann verschiedene Urban Fantasy und Fantasy Bücher. Zum Beispiel Wonder Woman von Labor Duo. Das ist der 1. Teil der DC Icons Reihe. Ich habe auch noch Catwoman. Das Buch fand ich aber nicht gut, deswegen fliegt es wieder raus, deswegen steht es hier auch nicht mehr. Für Catwoman habe ich auch schon einen neuen Besitzer gefunden. Genau wie für das Schätzchen hier. Wenn ihr meinen
Neuzugänge-Video oder Weekly Reading letztens gesehen habt, wisst ihr, dass ich Dark Palace, die letzte Tür tötet, abgebrochen habe, weil ich einfach mit diesem Buch nicht mehr klarkam, weil es mich einfach so gelangweilt hat. Deswegen werden diese beiden Bücher hier auch noch rausfliegen. Für das Buch hier habe ich auch schon jemanden, der sich darüber freut. Und ja, das habe ich jetzt einfach gedacht, lasse ich hier noch drinne stehen, bis es dann weg ist, damit ich hier nicht so ein Riesenloch habe. Ja, ansonsten haben wir dann hier Monsters of Verity, dieses wilde, wilde Lied. Finde ich auch vom Cover her mega genial. Gefällt mir auch richtig gut. Hier ist der zweite Teil ja auch schon draußen, den habe ich noch nicht, den muss ich mir mal noch kaufen. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Das ist auch so eine Fantasy, Science Fiction, Dystopie. Ich kann es nicht genau benennen, was das genau ist. Es ist auf jeden Fall eine mega gute Geschichte, die ich euch auch nur empfehlen kann. Ich fand die Geschichte richtig, richtig cool, weil es mal was komplett anderes war mit diesen Monstern, die aus dem schlechten Taten der Menschen entstehen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. In dem Buch ist es ja so, dass für jede schlechte Tat, die ein Mensch begeht, ein Monster entsteht. Und je schlimmer die Tat, umso schlimmer das Monster. Und es geht in diesem Buch um ein Mädchen, deren Vater ein sehr, sehr schlimmer Mensch ist und um ein Monster, was entstanden ist. Und ja, ich finde das Buch richtig gut. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich fand es mega. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Dann haben wir hier Renegades von Marissa Meyer. Und wenn ich das jetzt nach hinten schiebe, da ist auf jeden Fall noch Platz für Teil 2 und 3. Der zweite Teil kommt ja nächsten Monat raus. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Will ich auf jeden Fall auch gleich mitlesen. In Renegades geht es ja um so Superhelden und Superschurken und ich fand das mega cool. Das ganze Buch hat mich vom Feeling her total an die Unglaublichen erinnert und ich liebe die Unglaublichen und ja, deswegen habe ich das wahrscheinlich auch so gefeiert. Dann haben wir hier Iskari, den ersten und den zweiten Teil. Einmal der Sturmnaht und dann noch die gefangene Königin. Ich muss sagen, dass mir vom Drachen- und Fantasy-Anteil der erste Teil viel, viel besser gefallen hat. Aber von der Liebesgeschichte hat mir der zweite um einiges besser gefallen wie der erste damals. Es ist keine Reihe, die komplett fortlaufend ist, also von chronologischen her schon. Aber hier geht es um Asha und hier geht es um Dex. Und Dex ist der Bruder von Asha. Also es ist jetzt nicht ein Charakter komplett durch die ganze Reihe. Das finde ich echt cool und ich fand die Geschichte von Dex richtig, richtig gut. Mir war halt hier nur der Drachenanteil ein bisschen zu wenig leider. Aber ich freue mich da auch schon auf den dritten Teil. Der dritte Teil kommt aber auch erst nächstes Jahr raus. Leider. Schade. Und im dritten Teil geht es dann um die Cousine von den beiden. Da bin ich auch schon sehr gespannt auf die Geschichte. Dann haben wir hier Heartless, der Kurs der Diebin von Sarah Wolf oder Sarah Wolf, je nachdem. Und Heartless habe ich ja jetzt auch im Februar erst gelesen und ich fand das Buch mega gut. Es ist eine tolle Jugend-High-Fantasy-Geschichte auch, wo es um Hexen geht und um verschiedene Monster und um andere Wesen und ich fand es einfach mega gut. Ich kann euch Heartless, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Ich mochte es sehr. Ich freue mich auch hier schon mega auf den zweiten Teil. Ich bin gespannt, was da am Ende passiert. Denn am Ende gab es hier nochmal so einen fiesen, fiesen Plot-Twist mit so einem kleinen, gemeinen, fiesen Cliffhanger. Ich hasse Cliffhanger, aber sie gehören halt da dazu zu rein. Und ja, ich fand das Buch hier auch mega. Dann haben wir hier das nächste Buch. Und zwar Die schwarze Zauberin von Laurie Forrest. Und diese Reihe wird ja, glaube ich, nicht weiter übersetzt. Ich glaube, der Verlag hat sich dazu entschieden, diese Reihe nicht weiter zu übersetzen, was ich sehr, sehr schade fand, denn das ist eine richtig, richtig gute Jugend-High-Fantasy-Geschichte. Das Problem bei diesem Buch ist, glaube ich, dass sich diese Reihe sehr, sehr langsam aufbaut, dass diese erste Geschichte, also dieses erste Buch sehr, sehr ruhig ist und sehr, sehr lange braucht, ehe es in Schwung kommt, meiner Meinung nach. Du hast halt am Anfang sehr viel Erklärung und sehr viel Geplänkel und sehr viel wer mit wem und wie und was und deswegen haben, glaube ich, viele das Buch nicht so super gut bewertet. Und ich glaube, es hat sich auch einfach nicht gut verkauft, leider. Ich fand es mega. Mir hat es gut gefallen. Ich war sehr gespannt auf die Fortsetzung. Ich habe es jetzt erstmal hier stehen lassen. In der Hoffnung, es kommt vielleicht doch nochmal irgendwann eine Fortsetzung. Aber naja, wir werden sehen. Ich fand es auf jeden Fall gut. Wenn euch Jugendteil-Fantasy interessiert, schaut es euch auf jeden Fall an. Auch wenn es vielleicht nicht weiter übersetzt wird. Was richtig, richtig traurig wäre. Wir sind jetzt quasi von da drüben gekommen, von da, und die sind jetzt einmal hier so rübergegangen. Und in diesem Regalbrett stehen auch nochmal Jugend-High-Fantasy- und Fantasy-Bücher. Warte mal, ich muss mal noch ein Stückchen nach da. Vielleicht noch ein Stückchen zurück. Warte. Das ist total professionell hier, was ich mache, aber ihr wisst, ich bin wie immer nicht vorbereitet. Das war halt jetzt wieder so eine spontane Eingebung. Ich drehe heute mal. Ja, hier haben wir die wahre Königin. Das ist der erste Teil der Königreich der Schattenreihe. Das ist das Buch mit diesem wunderschönen Cover.
Und das ist eine Dilogie und zwar der zweite Teil ist Die Rückkehr des Lichts. Und hier muss ich sagen, der erste Teil, oh, der erste Teil war so fucking gut. Er war mega genial. Ich habe dieses Buch so geliebt und so gefeiert. Dann kam der zweite Teil. Ich habe den zweiten Teil gelesen und ich habe gedacht, was zur Hölle ist hier bitte passiert? Es fing gut an und du hast aber die ganze Zeit gewartet, dass dann endlich das Finale kommt, weil es ja nur eine Dilogie ist. Und du hast die ganze Zeit gedacht, das ist der zweite Teil. Und auf den letzten 50 Seiten überschlagen sich die Ereignisse und bum 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 bum, das Buch ist zu Ende. Und du denkst dir so, willst du mich jetzt verarschen? Ich habe gerade das Gefühl, ich wurde hier betrogen. Um ein Ende, um ein richtiges, tolles Ende. Und das finde ich so blöd. Oh, ich hasse solche Bücher, wenn das dann auch am Ende so pam, 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 pam geht und Ende. Und das hat mich bei dem Buch hier extrem gestört, muss ich sagen. Dann haben wir hier Das Herz der Kämpferin von Adrienne Young. Ist aktuell in Deutsch ein Einzelband. Es gibt aber einen zweiten Teil dazu, wo es dann aber um andere Charaktere geht. Es spielt dann halt alles nur in der gleichen Welt. In Englisch ist der zweite Teil jetzt raus. Ich bin gespannt, ob der Verlag den zweiten Teil auch übersetzt. Ich fand das Buch hier unglaublich gut. Dafür, dass es ein wirklich dünnes Buch ist und nur 350 Seiten hat, passiert hier so mega viel. Und die Autorin hat trotz dessen, dass es eine sehr, sehr kurze Geschichte in dem Sinne ist, in Anführungsstrichen, ne, jetzt so im Vergleich zu Das Reich der Sieben Höfe oder so, muss ich sagen, hat die Autorin trotzdem geschafft, hier alles reinzupacken, was meiner Meinung nach ein gutes Buch braucht. Und ich war sehr, sehr begeistert von dem Buch und ich kann euch das hier auch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr Jugendteil-Fantasy mögt, schaut euch Das Herz der Kämpferin auf jeden Fall an. Ist definitiv lesenswert. Definitiv. Dann haben wir hier eine meiner liebsten Jugendteil-Fantasy-Reihen und zwar die Legende der vier Königreiche von Amy Tintera. Ich ziehe jetzt nicht alle raus, die sind vom Cover her alle ähnlich. Die Legende der vier Königreiche ist eine mega geniale Jugendbuchreihe. Ich feiere sie total. Man kann sie nicht mit Das Reich der Sieben Höfe vergleichen, um Gottes Willen. Man kann sie auch nicht mit Fire and Frost vergleichen oder Grisha oder so. Ich finde, jede Jugendteil-Fantasy-Reihe hat sowas für sich. Sie sind vom Grundaufbau her natürlich alle gleich. Sie spielen in so einer Mittelalterwelt. Es geht immer gut gegen böse. Es gibt immer normale Menschen. Es gibt Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Oder es gibt halt andere Wesen, die in dieser Welt noch eine Rolle spielen. Aber trotzdem hat jede dieser Geschichten was für sich. Und ich finde es immer sehr, sehr schwierig, wenn mich jemand fragt, ja, mit was kann ich das denn vergleichen? Und ich denke mir so, ja, mit nix. Es gibt keine andere Reihe, die exakt so ist wie diese, weil sonst wäre es ja irgendwie auch abgekupfert, ne? Das wäre ja auch richtig kacke, deswegen kann man da so nicht wirklich was mit vergleichen. Also, nee, definitiv nicht. Und ich liebe diese Reihe. Ich liebe, liebe, liebe sie. Dann haben wir hier auf Immer gejagt, das ist die Königreich der Wälder-Reihe. Das ist der erste Teil. Und da dahinter, oh Gott, jetzt habe ich... Da, der zweite Teil. Jetzt habe ich hier gerade oben das Ding umgeknickt, verdammt. Auf Immer gefangen. Und das ist auch nur eine Dilogie. Es gibt hier noch einen dritten Teil, wo es um einen Nebencharakter gibt, der da quasi seine eigene Geschichte bekommt. Das ist ein Spin-off quasi. Das ist aber nicht übersetzt worden, leider. Ich hätte das sehr, sehr gerne gelesen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil mich der Charakter schon interessiert hat. Aber bisher ist es leider nicht übersetzt worden. Ich glaube, die Reihe ist auch nicht so mega gut gelaufen beim Verlag, wie erhofft. Obwohl ich sie auch wirklich richtig gut finde. Diese Reihe müsst ihr auch unbedingt lesen, wenn ihr Jugendteil-Fantasy mögt. Sie ist auch richtig gut. Dann haben wir hier noch eine Reihe, die schon sehr, sehr lange in meinem Besitz ist. Und zwar die Göttlich-Trilogie von Josephine Angelini. Diese Reihe habe ich damals sehr, sehr gefeiert, als ich sie gelesen habe. Ich habe sie gelesen, da ist der dritte Teil gerade erschienen gewesen. Gott sei Dank. Und ja, ich habe sie komplett hintereinander weggelesen. Ich habe sie komplett durchgesuchtet. Ich fand die Reihe mega genial. Und ich liebe sie auch heute noch sehr. Ich möchte sie eigentlich schon längst mal rereadet haben. Aber dieses Jahr, ihr wisst, Subabbau, Reihenabbau. Deswegen sind keine Rereads drin im Moment. Wenn es mich aber packt, dann schmeiße ich alles über den Haufen. Dann lese ich sie vielleicht einfach zwischendurch nochmal. Ich will auch schon seit Jahren eigentlich Twilight nochmal lesen, aber irgendwie komme ich da auch nie zu. Es ist einfach zum Kotzen. Naja, egal. Das ist auf jeden Fall dieses Regalfach. Was mit der Lücke hier ist, kann ich euch noch nicht sagen. Da stelle ich dann was rein, was da reinpasst. Ich habe hier extra ein bisschen Platz gelassen, dass ich auch Bücher reinstellen kann. Ein Regalfach weiter unten befindet sich das hier. Das ist so eine bunte Mischung aus allem. Ich hatte irgendwann auch einfach ein bisschen Platzprobleme. Deswegen habe ich auch sehr viel so hochkant gestapelt, weil du da einfach mehr Bücher hinkriegst. Ich würde sagen, wir fangen hier mal rechts an. Und zwar ist rechts hier die Elemental Assassin-Reihe von Jennifer Estep. Das ist eine Reihe nicht unbedingt für Jugendliche. Ich würde die eher so ab 16 empfehlen. Es geht um eine Auftragskillerin
mit besonderen Fähigkeiten. Das ist eine Urban-Fantasy-Reihe, die ich auch sehr, sehr gefeiert habe. Ich habe die ersten 5 Teile gelesen, der 6. und der 7. liegen noch hier. Die müsste ich auch irgendwann mal mitlesen. Sie stehen irgendwo auf meiner Leseliste. Ich weiß gerade nicht wo. Ich glaube, Ende des Jahres stehen die mit auf meiner Liste, dass ich die dann einfach mal lese. Und ich weiß noch nicht, ob ich nach Teil 6 und 7 weiterlese oder ob ich dann aufhöre mit der Reihe. Weil irgendwie packt mich die Reihe nicht mehr so. Also ich habe den 5. gelesen, ich fand den 5. Teil auch gut und ich habe den auch gemocht. Aber so richtig packen tut es mich nicht. Deswegen liegt der 6. und der 7. Teil hier auch schon ewig rum. Ich glaube, jetzt ist vor kurzem Teil 13 rausgekommen. Also diese Reihe geht auch noch ein bisschen. Es ist nicht so, dass dann Schluss ist. Dann haben wir hier den 1. Teil der Palace of Glass Reihe. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Reihenbezeichnung ist. Auf jeden Fall haben wir hier Palace of Glass mit meinem wundersüßen Magnetlesezeichen. Den 2. Teil Palace of Silk und den 3. Teil Palace of Fire habe ich auch schon hier. Das steht auch schon drüben. Die stehen auch noch für dieses Jahr mit auf meiner Leseliste, dass ich diese Reihe dann auch erstmal so weit lesen kann. Es kommt ja Ende des Jahres hier der 4. Teil raus. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ob der 4. Teil dann auch mehr ein Spin-off ist oder ob der 4. Teil dann noch so richtig zu der Reihe gehört. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Und falls mein Ton schwankt, ich bewege mich gerade hinter der Kamera, weil ich gerade nicht weiß, wie ich mehr sitzen soll. Also da bin ich auch schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber ich glaube, ich muss den 1. Teil auch nochmal rereaden, bevor ich da weiterlesen kann. Das ist auch schon wieder über ein Jahr her, dass ich das Buch gelesen habe. Und bei der Masse an Büchern, die ich so lese, merkt man sich leider nicht alles. Dann haben wir hier Player von V. Keeland. Das Buch habe ich jetzt auch aus dieses Jahr mitgelesen. Ist eine richtig coole Liebesgeschichte mit Erotik. Habe ich mega gefeiert. Dann haben wir hier die Mayhem-Reihe von Jamie Shaw. Habe ich auch über alles geliebt. Rock My Dreams ist der 4., der gehört eigentlich nach da. Ist egal. Ist mein Lieblingsteil. Liebe ich über alles. Die Geschichte von Mike und Haley. Oh, sie ist so gut. Dann haben wir hier Paper Spawn von Leila Etta. Ich will dich nicht lieben. War auch eine mega geniale Geschichte. Ist ein Einzelband. Da geht es um ein Entführungsopfer, was sich in ihren Entführer verliebt, was aber einen bestimmten Hintergrund hat, dass sie sich in ihn verliebt. Und sie selber von sich sagt, sie hat das Stockholm-Syndrom. Und es ist echt krass, was der Typ mit ihr streckenweise veranstaltet. Aber wenn man den Hintergrund kennt, ist das auch alles sehr, sehr krass. Also die Geschichte war mega genial. Habe ich sehr, sehr gefeiert. Und dann haben wir hier noch Heartless von Winter Rainshaw. Das ist der 1. Teil der Amanto Brothers Reihe. Der 2. ist auch schon raus. Den müsste ich auch mal noch kaufen. Den habe ich auch noch nicht. Und der 3. kommt dann Ende des Jahres, glaube ich, auch in Oktober, November mit raus. Will ich dann auf jeden Fall auch weiterlesen, diese Reihe noch dieses Jahr. Wie ihr seht, ich habe sehr viele Reihen angefangen. Deswegen muss ich mich da echt dran halten. Dann haben wir in diesem Regal einmal Black Widow und die komplette Talon-Reihe von Julie Kagawa. Ich glaube, die Cover kennt ihr auch mit dem Drachenauge von drauf. Die muss ich jetzt auch nicht rauszerren. Die habe ich auch wirklich sehr, sehr gemocht und sehr, sehr gut gefunden. Und ich finde diesen Farbverlauf bei den Covern, wenn man diese hochlegt, echt schön. Dann haben wir die Legend-Reihe von Marilou. Hier ist mir das Buch, Dings, der Schutzumschlag leider eingerissen. Oh, ich habe... Naja, egal. Die Legend-Reihe von Marilou habe ich auch gelesen, fand ich auch gut. Habe ich aber nicht so mega gehypt wie andere. Also ich fand die Geschichte mega gut, hat mir gut gefallen, aber ich war jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das ist perfekt, ich liebe es. Und bin total ausgerastet, also das bin ich bei der Reihe nicht. Es war eine coole Jugenddystopie. Wie gesagt, ich habe sie sehr, sehr gemocht, aber ich habe das halt jetzt nicht so gehypt wie andere. Ich schiebe mal Iron Man ein Stückchen rüber. Ich finde das voll kacke, dass er so helle Augen hier hat. Sieht voll komisch aus. Ja, dann haben wir hier die Göttlich-Reihe von, nicht Göttlich, Götterfunke, meine Fresse, von Mara Wulf, die Götterfunke-Reihe. Der 1. Teil ist Lieb mich nicht, dann der 2. Teil Hass mich nicht und der 3. Teil ist Verlass mich nicht. Habe ich auch mega gefeiert, habe ich letztes Jahr gelesen, die Reihe. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Jeder, der gerne so richtig typische Jugend-Urban-Fantasy-Geschichten liest mit Göttern und allem, der sollte sich diese Reihe auf jeden Fall angucken. Habe ich, wie gesagt, sehr, sehr gefeiert. Kann ich jedem nur empfehlen, der sowas gerne liest. Und, olle, hoppala, jetzt muss ich das wieder reinkriegen. Und dann haben wir hier noch, oh Gott, jetzt muss ich das rauskriegen. So, aha. Ja, dann haben wir hier noch White Maze von June Perry, aka Marion Meister. Ich habe die Autorin ja im März auf der Buchmesse getroffen und hatte mein Buch nicht mit zum Signieren. Fand ich voll blöd. Auch das ist mir hier leider der Schutzumschlag eingerissen hier unten. Bei irgendeinem Umräumen, ich glaube beim letzten sogar. Ich hasse sowas, wenn sowas passiert, aber was willst du machen, gell? Kann man nicht ändern. White Maze ist auch eine Jugend-Science-Fiction-Geschichte, wo es um so Kontaktlinsen geht, mit denen man so Virtual Reality haben, mit denen man so Virtual Reality sehen kann. Und auch das Buch war mega, mega gut.
Ich kann euch auch das wirklich nur empfehlen. Ich habe es sehr, sehr gefeiert und sehr, sehr gemocht. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ist eine richtig tolle Geschichte. So. Dieses Video wird wieder so unglaublich lang, Leute. Es wird einfach mega, mega lang. So, ein Regalfach runter. Wie ihr seht, haben wir in diesem Regalfach Liebesromane auch wieder stehen. Alles broschierte Bücher. Bücher? Ich kann heute nicht mehr sprechen. Bücher. Bücher. Die True North-Reihe von Sarina Bowen liebe ich ja total. Da bin ich auch schon sehr auf den 5. und 6. Teil gespannt. Gerade auf den 5. Da geht es nämlich um May Shipley. Und ich bin sehr gespannt auf die Geschichte von May. Und ja, ich finde die Bücher auch richtig hübsch. Ich mag die Cover total. Das ist jetzt der vom 4. Der ist jetzt von der Farbe her, passt ja nicht ganz zu den anderen. Aber der passt dafür dann zum 5. und 6. von der Farbe her wieder. Und ja, ich liebe diese Bücher einfach. Wenn ihr gerne Liebesromane mit Erotik lest, wo die Erotik nicht dominiert, dann schaut euch das da auf jeden Fall an. Und schaut euch auf jeden Fall auch die Gravity-Reihe von Sarina Bowen an. Die ist auch richtig gut. Das sind bisher aber leider nur 2 Teile in einem ganz kleinen Verlag übersetzt worden, aber die ist trotzdem richtig, richtig gut. Dann haben wir hier die Redwood-Reihe von Kelly Moran. Das ist der 2. Teil. Es beginnt mit einem Kuss. Das ist mein Lieblingsteil. Deswegen steht der auch vorne. Die anderen stehen hier dahinter. Und ich würde rein theoretisch den 4. Teil, wenn der dann rauskommt, Ende des Jahres hier noch hinkriegen. Mit Teil 5 und 6 muss ich dann mal gucken, wie ich es mache. Ja, das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, wie wir das dann umbauen, das Regal. Also ich muss auf jeden Fall Ende des Jahres, glaube ich, hier nochmal umräumen. Dann haben wir hier die Broken Darkness-Reihe von M.O. Keefe. Das habe ich ja jetzt auch vor kurzem ausgelesen. Die kennt ihr ja, die Bücher. Dann haben wir hier Now and Forever, weil ich dich liebe. Und With or Without You von Geneva Lee. With or Without You habe ich ja letztens ausgelesen und vorgestellt. Das brauche ich jetzt, glaube ich, euch nicht nochmal zeigen. Und den ersten Teil fand ich definitiv besser als den 2. Der 2. war dann echt eher enttäuschend. Ich habe mich so auf den 2. gefreut gehabt und dann war der so, ah. Ja, dann haben wir hier noch, ich krieg's nicht raus, Cinder und Ella von Kelly Oram. Das ist eine Jugendliebesgeschichte, also auch für jüngere Leser definitiv zu empfehlen. Da kommt keine Erotik drin vor. Und diese Geschichte war wirklich richtig gefühlvoll und richtig gut. Ich habe mit der Protagonistin so mitgelitten und mitgefiebert und es war einfach ein so unglaublich gutes Buch. Und auch hier bin ich schon sehr gespannt auf den 2. Teil. Ich weiß gerade gar nicht, ob der dieses Jahr noch rauskommt oder nächstes Jahr. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall freue ich mich da schon sehr drauf. In dem Regalfach seht ihr auch wieder eine Mischung aus Fantasy-Büchern. Hier haben wir zum einen meine kleine Laura Newman-Sammlung. Einmal Adib. Ich glaube, Adib kennt ihr auch alle. Das ist eine jugendapokalyptische Geschichte mit Zombies, die ich immer noch sehr, sehr feiere im Übrigen. Ich liebe, liebe, liebe Adib. Ich finde diese Reihe einfach so unglaublich gut und ihr solltet euch die Geschichte unbedingt angucken. Ich liebe, liebe, liebe sie. Und ja, ich habe übrigens alle Bücher von Laura signiert. Tada! Ich glaube, das habt ihr jetzt nicht gesehen, weil es unscharf war, aber egal. Laura hat irgendwann in meine Bücher nichts mehr reingeschrieben, weil sie nicht mehr wusste, was sie noch reinschreiben soll. War nicht mega witzig. Das ist die Laura. Ich glaube, die kennt ihr auch alle. Ich glaube, ihr kennt auch alle Lauras Bücher. Von der Nachtsonne muss ich mir, glaube ich, die neuen Cover nochmal kaufen. Ich finde die neuen Cover von der Nachtsonne so schön. Ich glaube, die muss ich mir echt nochmal kaufen. Ja, dann haben wir die Nachtsonne-Reihe, Disney World. Da warte ich schon seit 2 Jahren auf den 2. Teil. Aber Laura wird es wahrscheinlich nie schaffen, den rauszubringen. Dann haben wir hier noch Jonah. Jonah ist ein Einzelband und eine so unglaublich gute, absolut rührende Geschichte. Man kann dieses Buch schwer in ein Genre stecken, denn es hat von allem so ein bisschen was. Es hat was Übernatürliches, was Paranormales, es hat was Krimihaftes, es hat eine Liebesgeschichte. Also dieses Buch hat einfach eine bunte Mischung aus allen und es ist einfach so unglaublich gut geschrieben. Ich habe bei Jonah damals den Heulkrampf meines Lebens bekommen. Bei Kapitel 33. Ich werde es nie vergessen. Kapitel 33 hat mich gekillt bei Jonah. Definitiv. Bei Adib war es übrigens auch Kapitel 33 im 2. Teil, wo es mich gekillt hat. Wo ich gedacht habe, das kannst du uns nicht antun, Laura! Laura hat es irgendwie mit Kapitel 33. Ja, dann haben wir hier die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidel. Wo ich für mich jetzt entschieden habe, gerade erst mal das Buch nicht weiterzulesen. Weil diese Reihe mich nicht so hundertprozentig überzeugen konnte. Und ich habe, so, da ist mir mal wieder obligatorisch der Akku abgeschmiert. Ich war, glaube ich, gerade bei Die Krone der Dunkelheit. Und ich habe, glaube ich, gerade gesagt, dass ich für mich entschieden habe, diese Reihe erstmal nicht weiterzulesen, weil es einfach für mich persönlich viel, viel bessere Jugend-Fantasy-Reihen gibt, die ich erstmal lieber beenden möchte.
Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr aussieht, ob ich dann vielleicht Lust habe, diese Reihe auch weiterzulesen, wenn der zweite und auch der dritte Teil vielleicht dann schon erschienen ist. Ich bin mir da momentan sehr, sehr unsicher, deswegen habe ich für mich erstmal gesagt, ich lese die Reihe nicht weiter. Weggeben werde ich das Buch trotzdem nicht, weil da einfach eine Geschichte dahinter hängt, was das Signieren betrifft. Und ich habe mir das von Laura damals signieren lassen auf der Buchmesse in Frankfurt und deswegen gebe ich das auch nicht her. Und wie gesagt, vielleicht packt sie mich ja doch irgendwann und ich lese die Reihe weiter. Aber wie gesagt, der erste Teil konnte mich halt leider nicht so hundertprozentig überzeugen. Ich muss noch mal ein Stückchen hier rüber drehen. Da daneben seht ihr dann den ersten Sammelband der Fuchsreihe von der lieben Niki. Auch das wollte ich schon seit Ewigkeiten noch mal lesen, diesen Sammelband. Es ist inzwischen der zweite Sammelband, glaube ich, draußen mit Teil 10 bis 16. Und ich bin bei der Fuchsreihe auch total raus. Bis Teil 12 habe ich damals gelesen. Und ich glaube, wir sind jetzt inzwischen bei Teil 15. Also ich muss da auch dringend mal weiterlesen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht wann, weil wie gesagt, ich habe auch diese Reihe jetzt für mich erstmal nicht priorisiert, weil das auch eine Reihe ist, die immer noch fortgesetzt wird. Die ist auch so auch noch nicht zu Ende. Und bei der Fuchsreihe ist es ja auch so, dass ein Teil immer so zwischen 100 und 120 Seiten hat. Und ich sag mal, das sind Bücher, die hat man relativ schnell gelesen. Deswegen kann ich da ruhig auch so ein paar Teile für mich ansammeln, ehe ich dann mal in einem Schwung vielleicht auch wieder was weiterlese. Aber ja, da hänge ich auf jeden Fall auch immer noch dran bei der Fuchsreihe. Dann haben wir hier die Six of Crows Reihe von Leigh Bardugo, also das Gold der Krähen und da dahinter ist noch das Lied der Krähen. Und da dahinter steht noch Bird and Sword von Leigh Bardugo, Amy Harmon. Wartet, ich kann es ja mal vorholen. Machen wir das hier mal weg. Also das Gold der Krähen. Dann haben wir hier das Lied der Krähen. Zwei ganz, ganz tolle Bücher, die ich auch wirklich jedem nur empfehlen kann. Diese Bücher spielen in der Grisha-Welt von Leigh Bardugo und die sind einfach so unglaublich gut. Das ist. Diese Bücher haben für mich die krasseste Story, die ich jemals gelesen habe. Von den Wendungen her, von den Überraschungen her. Leigh Bardugo tut dich einfach die ganze Zeit sowas von an der Nase herumführen und du denkst die ganze Zeit, boah, ich weiß, was los ist und ich weiß, wie der Plan ist und dann passiert alles komplett anders und du denkst ja so, auf den Krams wäre ich nie gekommen. Und ja, es ist einfach so genial und ich liebe diese zwei Bücher unglaublich und ich bin so, 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 so gespannt auf King of Scars von Leigh Bardugo, was rauskommt. Da geht es um einen Charakter, der auch in dieser Reihe mit drin vorkommt und der auch in der Grisha-Reihe mit drin vorkommt, auf jeden Fall. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und, wartet mal, ich nehme das hier mal runter. Ach ja, was ich vielleicht noch anmerken sollte. Ich finde den Buchschnitt von den Büchern so geil. Dann haben wir jetzt hier noch. So. Von Amy Harmon, Bird and Sword and Queen and Blood. Das ist der erste und der zweite Teil der Bird and Sword oder Sword-Reihe für alle, die jetzt wieder auf korrektes Englisch bestehen. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch einen dritten Teil gibt oder ob das eine zweiteilige Reihe ist. Ich habe da nie mehr was dazu gehört, also gehe ich von aus, dass das mit den beiden Büchern hier erledigt ist. Ich muss sagen, ich finde das Cover so mega hässlich. Also das Gesicht, das ist furchtbar. Aber ich fand auch hier den zweiten Teil besser wie den ersten. Also ich fand das Buch auch richtig, richtig gut. Also die Geschichte habe ich total gefeiert. Ich habe auch Bird and Sword total gefeiert. Also diese beiden Bücher haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das sind auch High-Fantasy-Geschichten, die auch wieder etwas spezieller sind und vielleicht auch nicht ganz so für jüngere Leser sind, sondern vielleicht auch so eher ab 14 würde ich das empfehlen, so 14, 15. Und ja, auch diese beiden Bücher habe ich sehr, sehr gefeiert. Ich mag sie total. So, wenn es jetzt wackelig wird, dann tut es mir leid. Und falls ich auch relativ laut jetzt ins Mikro brülle, tut es mir auch leid. Aber ich habe das Ding jetzt mal in der Hand, damit ich jetzt hier nicht noch ewig umbauen muss. Ihr seht ja, hier ist die On Dublin Street Reihe von Samantha Young. Eine der ersten Reihen, wo Erotik drin vorkommt, die ich jemals gelesen habe. Und ich liebe diese Reihe einfach. Und ich rege mich übrigens nach Jahren auch immer noch über dieses Cover auf, dass das Cover einfach so unglaublich groß ist. Ich verstehe bis heute nicht, was der Verlag sich dabei gedacht hat. War dieses Format gerade im Sonderangebot beim Druck oder was? Also ich verstehe es bis heute nicht. Also sorry, das geht mir nicht in den Kopf. Und dann haben wir von Samantha Young noch die Edinburgh Love Stories. Das sind vier Kurzgeschichten, die noch zu der Reihe gehören. Und den ersten und zweiten Teil der Hardware Love Stories. Der dritte Teil wird von der Autorin im Englischen als Self-Publisher-Buch rausgebracht. Das heißt, ich habe keine Ahnung,
ob diese Reihe hier vom Verlag jemals weiter übersetzt wird. Ich weiß es nicht. Ich fände es sehr, sehr traurig, wenn nicht. Dann haben wir hier die Colorado Ice Reihe, den ersten und den zweiten Teil, Maybe This Love und Maybe This Time. Da unten drunter ist die Broken Hearts Reihe von Gina Showalter. Ich werde einen Teufel tun, euch diese Cover zu zeigen. Die sind so mega hässlich. Dafür sind die Geschichten einfach so unglaublich gut. Hier habe ich der Jenny vom Verlag schon vorgeschlagen, ob sie die Reihe nicht nochmal mit neuem Cover rausbringen können. Dann würde sich das auch viel, viel besser verkaufen. Ich schwör's euch, diese Bücher sind einfach so unglaublich gut. Das ist eine der geilsten Liebesromanreihen, die ich je gelesen habe. Aber die Cover sind einfach so unglaublich hässlich. Bah. Ja, und dann haben wir hier noch Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt von C.L. Wilson. Der erste und der zweite Teil der Mistral-Reihe. Den dritten lese ich gerade und oh, es ist wieder so gut. Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, war mein Jahreshighlight. Damals 2016 habe ich das, glaube ich, auch gelesen. Wenn ihr gerne High-Fantasy-Geschichten lest, wo die Liebesgeschichte im Vordergrund steht, wo auch Erotik mit drin vorkommen kann, darf, dann schaut euch diese beiden Schätzchen hier an. Ich habe nichts Vergleichbares bisher gelesen. Nichts. Ich wurde letztens auch gefragt, ob ich Empfehlungen geben kann von anderen Büchern, die so sind wie diese beiden. Nein, kann ich nicht. Es gibt einfach nichts Vergleichbares, außer jetzt der dritte und der vierte Teil der Mistral-Reihe. Und die Tyrant Soul-Reihe von C.L. Wilton. Die muss ich auch noch lesen. Das ist eine fünfteilige Reihe. Da geht es um Elfen, glaube ich. Und ist auch High Fantasy, glaube ich. Und ja, die steht auch noch ganz oben auf meiner Muss-ich-definitiv-lesen-Liste, aber ich fange ja keine neuen Reihen an im Moment. Ich habe diese Bücher auch noch nicht gekauft, also von daher bin ich, was das betrifft, noch komplett raus. Aber die stehen ganz, ganz oben auf meiner irgendwann nochmal Lesenliste. So, und damit wären wir beim letzten Regalbrett für diese beiden Regale angekommen. Und zwar habe ich hier noch liegen die Shatter Me-Trilogie von Tahereh Mafi. Ich fürchte mich nicht, rette mich vor dir und ich brenne für dich. Und die Angel Four Trilogie von Susan E. sind beides zwei ganz, 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 ganz tolle Reihen, die ich wirklich auch nur empfehlen kann. Es sind beides Jugendreihen. Das eine ist eine Dystopie mit Science-Fiction-Aspekten und das hier ist eine apokalyptische Geschichte mit Engeln. Und ich fand diese mega gut. Viele haben Angel Four ein bisschen in der Luft zerrissen. Ich habe es mega gefeiert. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich liebe Raffe. Oder wie auch immer man das aussprechen mag, also den Erzengel Raphael. Und er wird in dem Buch aber nur Raffe oder Raffi oder was auch immer genannt. Ich liebe ihn einfach. So, und ich liebe Penryn, unsere Protagonistin aus Angel Fall. Die ist einfach so mega genial drauf. Dann haben wir hier noch die The Darkest London Reihe von Kirsten Callihan. Diese Reihe feiere ich auch immer noch sehr. Das ist auch Urban Fantasy mit Erotik. Diese Reihe spielt so im 19. Jahrhundert in London und der erste Teil ist eine Adaption auf Die Schöne und das Biest auf jeden Fall. Ich fand es mega genial. Der erste Teil ist mit dem zweiten so auf einer Stufe, was mein Lieblingsteil betrifft. Der zweite ist auch mega genial. Der dritte ist ein bisschen schwächer leider wie die ersten beiden, was ich sehr, sehr schade fand. Aber es geht in dieser Reihe um drei Schwestern, die Hexen sind quasi und was Magisches an sich haben und um andere magische Wesen. Und wie gesagt, ich spiele in London um 1800. Diese Reihe gibt es im Übrigen gerade für 12 Euro bei Avell komplett, falls euch das interessiert. Nur mal so am Rande gemerkt. Ich wollte jetzt hier keine Werbung machen, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Dann haben wir hier noch den ersten, zweiten und dritten Teil von Throne of Glass von Sarah J. Maas. Der dritte Teil hat mich damals so ausgenockt, dass ich keinen Bock hatte, weiterzulesen. Aber nachdem mir nun 150 Millionen Menschen gesagt haben, der vierte Teil ist so viel besser, lies bitte unbedingt weiter, werde ich auch hier definitiv weiterlesen. Wann das ist, weiß ich nicht, da ich jetzt, wie gesagt, erstmal vorrangig die Reihen beende, die ich zu Hause habe. Aber sobald sich die Gelegenheit ergibt, werde ich auch hier weiterlesen. Und hier an der Seite haben wir dann jetzt noch den ersten und zweiten Teil von Dragon Fortune von der lieben Niki. Die Bücher habe ich ja auch erst vor kurzem gelesen. Dragon Fortune ist auch eine Jugend-High-Fantasy-Reihe, wo es um Drachen geht. Ich habe die ersten beiden Teile bisher wirklich sehr, 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 sehr doll gemocht und ich bin so gespannt, wie es hier weitergeht. Der dritte Teil kommt da jetzt auch im Juni mit raus, den möchte ich auch auf jeden Fall lesen. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was Dragon Fortune noch für uns bereithält. So, und jetzt räume ich immer meinen ganzen Kladderadatsch wieder ins Regal. So, dass alles wieder steht, wie es ist. Und jetzt gehen wir einfach einmal darüber, hinter die Tür. Tata. So, da dieses Video einfach schon so unglaublich lang ist und ich jetzt nicht dieses Video noch länger machen lassen möchte, das war kein Satz, aber ihr wisst, was ich meine, ziehen wir dieses Regal jetzt ein bisschen schneller durch. Ich werde jetzt hier nicht jetzt
irgendwelche Bücher noch rausziehen, weil das auch Bücher sind, die schon länger in meinem Besitz sind, die ihr eigentlich auch aus dem letzten Jahr noch kennen müsstet. Das ist mein zweites Jennifer L. Armentrout Regalfach. Hier haben wir die komplette Wait For You Reihe mit Fridged und Scorched und den beiden Sexy Crime Büchern The Deadless und Deadly Ever After. Dann haben wir hier Tempting Love, den dritten Teil. Hier ist der erste und zweite. Der hat halt hier nicht mehr oben drauf gepasst. Aber hier, deswegen dachte ich, komm, shit egal, dass das jetzt da drüben liegt. Dann haben wir hier die Dämonentochter-Reihe von ihr. Das ist ja die Vorgängerreihe zur Götterleuchten-Reihe. Und dann haben wir hier noch Morgen liebe ich dich für immer und wenn es kein Morgen gibt. Das sind zwei Jugendbücher. Die sind voll riesig, oder so im Vergleich. Heavy. Dann haben wir hier noch Golden Dynasty, den ersten Teil. Da kommt der zweite jetzt auch im Juni. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und dann haben wir hier Dreh dich nicht um noch von ihr. Fand ich auch mega gut. Aber was soll ich sagen? Es ist Jennifer Armentrout. Ich finde jedes Buch von dieser Frau einfach gut. Es ist halt einfach so. Ich kann euch alle Bücher, die ihr hier seht, wirklich nur empfehlen. Lest sie. Jennifer Armentrout ist so geil. Man muss aber halt auch auf diese typischen, kitschigen, klischeebehafteten, stereotypischen Geschichten stehen. Sonst wird es nichts. Jo, gehen wir ein Regalfach weiter runter. Da sehen wir mich, Annika und Sina, damals in Frankfurt auf der Buchmesse. Ich räume uns mal weg. So, und hier haben wir jetzt auch nochmal eine komplette Riege nur mit Liebesromanen. Hier stapel ich im Moment die Green Mountain Serie von Mary Force. Jetzt muss ich überlegen, wie die heißt. Da fehlen ja noch ein paar Bücher. Die muss ich ja noch lesen und da kommen ja auch noch bestimmt 150 Millionen. Also diese Reihe geht bestimmt noch eine ganze Weile weiter. Dann haben wir hier einmal Bianca Iosivoni. Also nicht alle, also das hier bis hier. Einmal die Firsts-Reihe und dann noch Was auch immer geschieht. Das ist quasi ein Einzelband. Dann haben wir unten Verliebt in Mr. Daniels von Brittany C. Cherry. Und hier oben den ersten und zweiten Teil der Miles Brothers Reihe von Helena Hunting. Auch diese Bücher kann ich euch eigentlich alle wirklich nur empfehlen. Wenn ihr lachen wollt, dann schaut euch diese Bücher hier auf jeden Fall an. Die sind so mega lustig. Das ist einfach cool. Es ist einfach toll. Dann haben wir hier die Game On Reihe von Kirsten Callihan. Das sind New Adult Geschichten. Also der erste und der zweite Teil ist New Adult. Der dritte und vierte ist dann schon eher Erwachsenen. Roman mit Erotik. New Adult heißt ja immer, dass die Protagonisten noch recht jung sind, ne? So 18, 19, 20, gerade aufs College gekommen. Und das ist hier bei dem ersten und dem zweiten Teil der Fall. Der dritte und vierte, da sind die dann halt schon älter. Deswegen kann man sich jetzt aussuchen, ob das New Adult ist oder nicht. Ich finde das immer sehr schwierig zu trennen. Also, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Jetzt seht ihr meinen Schatten. Das ist auch irgendwie scheiße. Wartet mal. Ich versuche mal, die Kamera irgendwie anders zu halten. Dann haben wir hier die Big Rock-Reihe von Lauren Blakely und die One Love-Reihe von Lauren Blakely. Ich glaube ja, One Love heißt die Reihe. Und nee, das ist die The One-Reihe. Ha, so heißt die. Auf jeden Fall sind das alles Lauren Blakely-Bücher. Und das sind ja niedliche, süße, erotische Liebesgeschichten, die man so gut für zwischendurch lesen kann. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ich glaube, das habe ich schon 150 Mal erzählt. So, dann gehen wir mal ein Regalbrett tiefer. Hier haben wir die Ivy Years-Reihe. Da kommen ja auch noch ein paar Bände, deswegen habe ich jetzt hier einfach mal Platz gelassen. Dann haben wir hier von Jackie Sehnsucht nach Sommer. Auch ein ganz, ganz tolles Buch. Auch eine richtig süße, niedliche Liebesgeschichte. Die Diamonds for Love-Reihe, da fehlen ja auch noch zwei Teile. Und die ersten drei Teile der, wie heißt diese Reihe noch gleich? Ich habe es vergessen. Ich komme gerade echt nicht mehr drauf, wie die Reihe hier heißt. Also Karma Girl, Hot Mama und Jinx sind auf jeden Fall die ersten drei Teile. Ich glaube, die Reihe wird auch nicht mehr weiter übersetzt. Im Englischen gibt es da insgesamt sechs Teile. Aber hier sind bisher nur die ersten drei erschienen. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass da noch die anderen drei kommen. Also zumindest habe ich bis jetzt nichts gehört. Und der dritte Teil kam auch letztes Jahr im April, glaube ich, raus. Also eher unwahrscheinlich, dass da noch was kommt. So, wie gesagt, ich habe euch in der Hand, deswegen schwankt das hier jetzt alles so ein bisschen. Hier haben wir Nalini Singh komplett. Einmal die Gestaltenwandlerreihe. So, tada. Die sind jetzt nicht ganz in der Reihenfolge, weil das da einfach da nicht drauf gepasst hat. Und das hätte da nicht drauf gepasst. Und das da hätte da nicht drunter gepasst. Also ist nicht leider alles komplett sortiert. Und hier haben wir die Rockkiss-Reihe und die ersten vier Teile von der Gilde der Jäger. Da muss ich auch unbedingt weiterlesen. Und hier bin ich ja auf aktuellem Stand bei der Gestaltenwandlerreihe. Ich glaube, zu diesen ganzen Büchern brauche ich auch nichts mehr sagen.
Ich liebe sie einfach alle und kann sie euch alle nur empfehlen. Was soll ich sagen? Ich habe über diese Bücher ja schon 150 Mal geredet und die waren ja auch letztes Jahr alle schon in meinem Regal. Und ja, ich komme jetzt einfach mal... Hier. Au, jetzt habe ich mit dem Finger... Ah, fuck. Jetzt bin ich mit meiner Hand hier unter diese Kacktür gerutscht und habe den Finger so... Oh. Au, au, au. So, seht ihr es da? Aua, aua, aua. Ich habe mir gerade die komplette Haut runtergeholt. Oh. Scheiße, tut das weh. Naja, Augen zu und durch. Ja, es tut mir leid, ich habe, glaube ich, gerade ein bisschen rumgeschrien. Aber ihr seid halt High Life mit dabei. Ey, das ist komplett die erste Hautschicht abgezogen. Alter, ich kann da gerade gar nicht hingucken, dann wird mir schlecht. Machen wir einfach mal hier weiter. Hier sind meine ganzen Jackie-Bücher. Davon sind ein paar gerade verborgt, wie ihr seht. Das sind nicht alle, da fehlen noch ein paar. Die sind auch alle signiert im Übrigen und ich glaube, zu Jackie brauche ich auch nichts mehr sagen. Jackie schreibt einfach ganz, ganz tolle, niedliche Liebesgeschichten, die man auch super immer mitlesen kann, so für zwischendurch. Dann haben wir hier die ersten drei Teile der Forever in Love Reihe von Cora Carmack. Hier warte ich ja auch schon sehnsüchtig auf den vierten Teil. Ich weiß gar nicht, ob der jemals noch kommt. Cora Carmack ist ja leider immer noch krank. Die hat ja sehr mit ihrer Epilepsie zu kämpfen. Deswegen verstehe ich, dass man da auch nicht schreiben kann. Und ja, es ist halt nur sehr, sehr schade, wenn man auf was wartet und es dann halt nicht erscheint. Aber wenn die Frau krank ist, ist sie krank. Dann haben wir hier die, ja, wie heißt diese Reihe? Die It-Reihe, also Losing It, Faking It, Finding It. Das war auch mit einer der ersten New Adult-Reihen, die ich so gelesen habe. Fand ich auch mega gut damals, haben mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Bücher. Kann ich euch auch nur empfehlen. Gerade wenn ihr so New Adult-Einsteiger seid, könnt ihr die Cora Carmack-Bücher echt gut lesen. Also die sind super für den Einstieg geeignet. Dann haben wir hier noch Du bist mein Verlangen und nimm mich. Zwei Bücher, die so ein bisschen andersartig sind als die anderen Bücher, die ich immer sonst so gelesen habe. Aber auch beide Bücher haben mich sehr, sehr gut unterhalten. Sehr, sehr viel den Kopf schütteln lassen und ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt mit den Büchern. Der erotische Anteil bei den beiden Büchern ist schon recht hoch, muss ich sagen. Aber ich fand sie trotzdem auf ihre eigene, verrückte Art und Weise doch ganz gut. In Du bist mein Verlangen geht es um einen Stalker und in Nimmig geht es um eine Frau, die verzweifelt ist, deswegen einen Typen heiratet, den sie eigentlich nicht kennt und der ihr dafür Geld gibt und den sie dann 8 Jahre lang nicht sieht und dann aber ein Kind möchte von ihm. Und aber eigentlich nur das Kind will und ihn nicht. Also das sind zwei wirklich etwas andersartige Geschichten, die mir aber sehr, sehr gut gefallen. Dann haben wir hier, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ich glaube, dazu brauche ich auch nichts sagen. Ich habe geheult wie ein Baby. Und dann haben wir noch Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Mein absoluter Lieblingsklassiker, der einzige, den ich auch im Übrigen besitze. Ich habe ansonsten keinen anderen. Und dann haben wir hier noch The Deal. Das ist auch ein New Adult Buch. Das ist der erste Teil der Off-Campus-Reihe von Elle Kennedy. Da fehlen noch drei. Die muss ich auch mal noch lesen. Und dann haben wir hier noch Never Let You Go und Never Loved Before. Das sind zwei Bücher, die gehören auf jeden Fall zusammen. Und das ist auch eine etwas andere Geschichte. Und diese Geschichte ist nicht unbedingt was für Menschen mit schwachen Nerven. Denn es geht hier um ein Mädchen, was entführt und vergewaltigt wird. Und dann vom Sohn des Entführers gerettet wird und dann spielt das Ganze 8 Jahre später und die beiden begegnen sich wieder und da entspinnt sich dann halt so eine Liebesgeschichte, aber sie werden natürlich immer wieder mit der Vergangenheit konfrontiert und ich fand diese beiden Bücher mega genial, ich fand sie großartig, aber es ist halt, glaube ich, nicht für jeden was. Dann haben wir hier Seelen von Stephanie Meyer, auch schon Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe, wollte ich auch schon längst mal rereaden, aber habe ich halt auch nie gemacht. Habe ich damals auch sehr gefeiert und sehr geliebt, als es rausgekommen ist. Das Buch habe ich, glaube ich, angefangen zu lesen und ich konnte es nicht weglesen und habe die ganze Nacht durchgelesen. Es war ein Freitagabend und ich glaube, ich habe bis Samstag früh um 8 durchgelesen und war danach den ganzen Tag total neben der Spur, nachdem ich dann irgendwann mal schlafen gegangen bin und wieder aufgewacht bin. Aber das Buch hat mich halt damals auch total gefesselt. Ja. Und das war mein kleines Regal, was hier hinter der Tür noch steht, wo halt alles so Taschenbücher und so drinne sind. Ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Und das war mein kleines Bücherregal-Update. Naja, klein nicht wirklich, dieses Video ist wahrscheinlich eine Stunde lang, es tut mir leid. Aber ihr sagt ja immer, ihr wollt lange Videos und verletzt habe ich mich auch.
Aber für euch mache ich das doch gerne und nehme das gerne in Kauf. Und ich habe mir jetzt den Mund fusselig geredet. Ich muss jetzt dringend was trinken. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Bücherregal-Update gefallen hat. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, wie immer auch unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.